Hubert Hubkraft und Greta Hebegern wollen ein für alle Mal entscheiden, wer von ihnen der stärkere Superheld ist. Da Superhelden unglaublich stark sind, tragen sie einen Auto-Stemm-Wettkampf aus. Um zu wissen, wie viel die beiden tatsächlich stemmen können, müssen wir Dezimalbrüche addieren und subtrahieren können. Hubert Hubkraft stemmt ein Auto mit dem Gewicht von 887,4 Kilogramm und ein anderes Auto von 500,76 Kilogramm. Um das Gesamtgewicht herauszufinden, müssen wir diese beiden Werte miteinander addieren. Wollen wir zwei Dezimalbrüche schriftlich miteinander addieren, schreiben wir die Zahlen stellengerecht untereinander. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir die Zahlen so untereinander schreiben, dass die Kommata auch untereinander stehen. Du kannst die freien Nachkommastellen dann mit Nullen auffüllen. Hier fügst du also eine Null hier ein. Nun können wir wie gewohnt schriftlich addieren. Wir rechnen die Werte also stellenweise zusammen und beginnen bei der kleinsten Stelle. 6 plus 0 sind 6. 7 plus 4 ergeben 11. Wir notieren uns hier also eine 1 und schreiben den Übertrag 1 hier auf. Beachte, auch wenn wir nun einen Übertrag haben, ändert sich an dem Komma nichts. Bei den nächsten Stellen rechnen wir nun nach demselben Muster weiter. 6 plus 0 sind 6. Das Komma im Ergebnis steht dann in derselben Spalte wie die anderen Kommata. Hubert Hubkraft stemmt also insgesamt 1388,16 Kilogramm. Greta Hebegern stemmt ein Auto mit dem Gewicht von 764,3 Kilogramm und ein weiteres Auto mit dem Gewicht von 599 Kilogramm. Um das Gesamtgewicht herauszufinden, können wir auch hier wieder schriftlich addieren. Da wir bei einer der Zahlen kein Komma haben, können wir am Ende der 599 ein Komma 0 ergänzen, denn dies ändert den Wert der Zahl nicht. Wir schreiben die beiden Zahlen nun stellengerecht untereinander. Achten darauf, auch die Kommata untereinander zu schreiben. Nun addieren wir wie gewohnt. 6 plus 0 sind 6. Im Ergebnis ist das Komma wieder in derselben Spalte. Greta Hebegern stemmt also insgesamt 1363,3 Kilogramm. Um den Unterschied zwischen dem, was Greta und Hubert stemmen, herauszufinden, können wir subtrahieren. Wir ziehen also den kleineren Wert vom größeren Wert ab. Wir subtrahieren 1363,3 Kilogramm von 1388,16 Kilogramm. Wir schreiben die Werte nun wieder stellenweise untereinander. Achten wieder darauf, dass wir die Kommata untereinander schreiben. Ergänzen bei den freien Stellen Nullen und können dann wie gewohnt schriftlich subtrahieren. 6 minus 0 sind 6. Machen wir also mit der nächsten Stelle weiter. 1 minus 3 können wir so nicht rechnen. Wir notieren uns also einen Übertrag und rechnen 11 minus 3. Das sind 8. Auch hier ändert sich an dem Komma nichts, auch wenn wir einen Übertrag notieren. Wir berechnen nun die nächsten Stellen nach demselben Muster. Das Komma im Ergebnis übernehmen wir dann wieder in derselben Spalte. Hubert Hubkraft stemmt bisher also 24,86 Kilogramm mehr als Greta Hebegern. Bevor wir verpassen, wer von beiden endgültig mehr Autos stemmen kann, fassen wir zusammen. Bei der Addition und Subtraktion von Dezimalbrüchen schreibst du die Zahlen zunächst stellengerecht untereinander. Achte dabei darauf, dass die Kommata auch untereinander stehen. Bei freien Stellen nach dem Komma kannst du Nullen ergänzen. Dann kannst du wie gewohnt schriftlich addieren bzw. subtrahieren.
Beim Ergebnis wird das Komma dann in derselben Spalte übernommen. Schauen wir doch mal, wie viele Autos Sie mittlerweile schon stemmen. Wer wird wohl gewinnen?